Sie kommen schnell rein. Versuch sie auszuschalten, noch bevor sie die Fallen erreichen. Hey, Alter, sie sind bei den äußeren Barrikaden. Halte die Füße in der Basis nicht still. Grind und bounce, Baby. Du hast jetzt ein paar unterschiedliche Waffen. Verwende sie. Lass sie nicht über die Barrikaden kommen. An einer der Barrikaden ist eine Gruppe von Hoodies. Benutzt den Flammenkompensator, um sie alle anzuzünden. Oh, sie sind gerade durch die äußeren Barrikaden gebrochen. Sie sind in der Basis. Wir dürfen sie nicht zu den Fässern kommen lassen. Wir haben alle unsere äußeren Barrikaden verloren. Durchbrechen die inneren Barrikaden. Halte die Füße in der Basis nicht still. Grind und bounce, Baby. Diese Hoodies nehmen mehr Schaden durch Feuer. Benutzt einen Flammenkompensator. Unsere Fässer werden angegriffen. Diese Hoodies nehmen mehr Schaden durch Feuer. Hey, wieso müssen wir das nachts machen? Destilliertes Overcharge reagiert sehr empfindlich auf UV-Licht. Ich hatte schon einige Unfälle, als ich das bei Tageslicht versucht habe. Halte die Füße in der Basis nicht still. Grind und bounce, Baby. Setz den Schleuderer mit deinem Flammenkompensator in Flammen. Dann wechsle zu Dirty Harry für das große Finale. Von der großen Explosion am Ende der Nacht erzählt habe, die alles auslöscht. Wollte die Überraschung nicht verderben. Die gute Nachricht ist, es hat funktioniert. Einige von den Amps kann ich schnell kochen. Du musst mir nur die Zutaten bringen und ich kann dir sofort die Amps geben.
Geh einfach zur Amp-Kammer und liefere die Zutaten ab, um deinen Amp zu bekommen. Du findest überall in der Stadt mehr Zutaten. Hier ist dein Einkaufszettel. Fizzy-Ballons sind mit Fluorwasserstoff gefüllt, einer Supersäure, die dabei hilft, die Reagenzien anzuregen. Stinkende Schuhe sind eine prima Quelle für Schwefeldioxid. Kameralinsen können helfen, Extremophile zu isolieren. Aus Leuchtschildern kann ich radikal ionisierte Partikel gewinnen, gut für die organische Leitfähigkeit. Ein paar Spaßvögel haben die Stadt mit Toilettenpapier zugekleistert. Ziemlich blöd, aber gut für uns. Das Zeug ist das perfekte katalytische Substrat. Wenn du Schwierigkeiten hast, irgendwas davon zu finden, Two Hat Jack verkauft Karten mit den Standorten. Einige Amps brauchen ein wenig länger zum Kochen. Du musst die Fässer verteidigen, während wir sie herstellen. Ich rufe dich an und lass dich wissen, wenn ich deine Hilfe beim Beschützen der Fässer benötige. Stell sicher, dass du diese Amps ausrüstest und lass mich wissen, wie sie dir gefallen. Komm zur Überführung. Ich warte dort auf dich. Hey, Walter. Womit hast du dir deine Brötchen verdient? Du weißt schon, vorher. Wieso ist das wichtig? Okay, du bist also professionell fies. Verstanden. Ich war früher Leiter der Fisco-Sicherheitsabteilung. Ich war früher... Klingt so, als hättest du verbrannte Erde hinterlassen. Vor ein paar Jahren haben sie mich und all meine Männer rausgeschmissen. Alles automatisiert. Großer Fehler. Ein Fehler? Nach dem kolossalen Versagen eines Unternehmens sind wir die Einzigen, die die Wahrheit kennen. Und wir sind in einer ummauerten Stadt voller Zombies eingesperrt, ohne Kontakt zur Außenwelt. Ich würde sagen, der Sicherheitsdienst weiß, was er tut. Mutanten, nicht Zombies. Großer Unterschied. Klar. Wir schaffen es raus, bald. Und jetzt beweg deinen Arsch. Ein Beschuss. Komm rüber und hilf mir, sie abzuwehren. Du hast jetzt einen Nahkampf und einen epischen Hemd. Ich gebe dir noch eine letzte Grabprobe. Hier sind 60 Sekunden mit irrsinniger Style. Das erste Mal gewonnen. Komm von der anderen Rampe. Vom Boden kann bleiben und sich immer bewegen, ist der beste Weg zu überleben. Was ist das?
Es ist ein Gleiter. Sobald ich es über die Mauer schaffe, werde ich Fiskos Lügen aufdecken und sie büßen lassen. Meinst du wirklich, das fliegt? Das wird er. Sobald ich noch ein paar Änderungen am Startmechanismus vorgenommen habe. Schlüssel. Okay, du musst hier noch ein wenig mehr anheben. Etwa so? Jetzt halt es so, ich ziehe es fest. Nicht loslassen. Ich muss vielleicht loslassen. Noch nicht. Ich muss jetzt loslassen. Nein! Hast du das gesehen? Du hast Glück, dass ich hier bin. Verdammter Scheiß. Ja? Ich meinte dich. Was hätte ich denn tun sollen? Natürlich ist es meine Schuld. Danke, Dad, der nicht mein richtiger Dad ist. Ich kehre lieber zur Basis zurück. Vielleicht kann ich bei der Reparatur helfen. Wenn ich bloß schneller hinkommen könnte. Das war einfach. Keine Sorge, Kumpel. Auf mich war er auch schon oft sauer. Ich hab's ja nicht mit Absicht getan. Ich will genauso aus der Stadt raus wie er. Hey, machen wir Zitronen aus dieser Limonade. Er muss ihn reparieren, oder? Am schwierigsten wird der Propeller. Warum gehst du nicht in den alten Industriebezirk und siehst dich da um? Ich brauche einen Propeller. Ein Propeller hat Flügel, die wie Klingen aussehen. Ich fange in der Crown Blades Fabrik an. Ja! Hey, wenn du eh schon da draußen bist, versuch ein paar Kombos zu kriegen und deinen Stil zu verbessern. Setz die Amps rein. Vertrau mir. Amps sind deine Freunde. Symbol-Dings über dem Kopf. Wieso soll ich ihn verfolgen? Ja, du solltest ihm folgen. Okay, gruselige Stimme aus dem Off. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ah!
Das war fantastisch. Bist du ein Superheld oder sowas? Was? Es ist einfach die Art, wie du dich bewegst, was du tust. Tja, viel Glück, Kleiner. Ich bin Sam. Und da du mich gerettet hast, will ich auch was für dich tun. Nee, außer du weißt, wo ich einen Propeller finde. Ein Propeller? Moment, ich habe eine Idee. Oh, das wird perfekt. Folge mir! Wir müssen hier abhauen. Folge mir! Oh Mann, was ist das für ein Ding? Sieht gefährlich aus. Ich kümmere mich drum. Pass auf! Mehr davon! Da oben! Auf den Frachtcontainer! Hey! Wir sind auf die Suche nach dem Propeller! Ich bin beschäftigt, Floyd, aber ich habe jemanden gefunden, der helfen kann. In Ordnung! Na dann mach einfach weiter so! Wow, du bist echt nicht übel. Ja, fantastisch, was man tun kann, wenn man sich nicht ständig in Containern versteckt. Vorsicht! Du bist mein Held! Geh vor, ich folge dir. Oh mein Gott, wir sitzen fest. Wir kommen hier nie raus. Wir werden alle sterben. Oh Gott, du hast recht, wir werden sterben. Was, wirklich? Nein. Denk nach, Sam. Denk nach. Hier ist der Plan. Wir werden den Zug entführen. Das ist genial. Ein Glück, dass du einen Zug steuern kannst. Was? Ich kann keinen Zug steuern. Aber warum schlägst du dann vor, ihn zu stehlen? Weil wir sonst draufgehen? Na, in dem Fall. Ich habe schon über 100 Stunden Eisenbahnsimulator gespielt. Klingt scheußlich und öde, könnte uns aber das Leben retten. Die Barrikade! Seh nur, da kommen sie! Jetzt sterben wir wirklich! Tornado des Todes.
Sind nicht Tornados die Tornados des Todes? Der Weg ist frei. Verschwinden wir. Hey, sei jetzt ein großer Junge und folge mir. Mal sehen, ob ich die Lok starten kann. Du suchst im Zug nach Vorräten und hältst mir die ODs vom Leib. Im Zug nach Vorräten suchen? Was soll denn das überhaupt bedeuten? Keine Ahnung. Bau eine Waffe oder sowas. Okay. Mal sehen, was ich zusammenbauen kann. Das läuft wohl auf Spielzeug für Terroristen hinaus. Hier mit ein paar hiervon. Niedlich und explosiv. Ein bisschen wie Schokolade mit Knisterbrause. Gerettet. So weit würde ich nicht gehen. Los, unser Unterschlupf ist nur die Straße runter. Also Sam, was hast du ganz alleine in der Fabrik getrieben? Ach, das Übliche. Nach Vorräten für mich und meine Freunde gesucht. Sie schicken mich raus, weil sie andere wichtige Dinge in der Basis erledigen. Wichtiges Zeug? Und zwar? Ich bin mir nicht wirklich sicher. Diese Freunde von dir, sind das wirklich Freunde? Das würde ich gerne denken. Wir waren alle Studenten am Oxford West College. Oxford West? Ist das nicht die Schule, wo all die Reichen und Berühmten ihre Kinder hinschicken, wenn sie zum Entzug müssen oder so? Ja, aber es ist eine tolle Schule. Ich habe ein Stipendium. Das einzige Stipendium. Alle anderen mussten zahlen. Wie auch immer, als die ODs den Campus angriffen, haben es nur ein paar rausgeschafft. Noch eine Sache, bevor wir reingehen. Meine Freunde kommen gerade nicht so gut klar, also sei nett zu ihnen. Wenn wir alle zusammenarbeiten, kriegen wir sicher einen fantastischen Propeller hin. Hey Leute, darf ich euch meinen neuen Freund vorstellen? Schnauze, Sam. Diese Freunde von dir sind scheiße. Sie sind keine schlechten Menschen, nur verwöhnt. Sie wissen nicht, wie sie mit dieser Apokalypse umgehen sollen. Ich könnte sie ja zur Vernunft bringen, wenn sie mir nur zuhören würden. Vielleicht hilfst du mir, ihnen zu helfen. Brauchst du einen Life-Coach? Ja. Was soll ich als erstes tun, Coach? Schritt 1, nenn mich nie wieder Coach. Schritt 2, mach das nie wieder. Schritt 3,
Sehen, was deine Freunde brauchen, um endlich mit der Arbeit am Propeller anzufangen. Gehörst du zu diesen Fashion Kids? Meine Freundin Callista verkauft dort Kleider und anderes Zeug. Geh zu ihr, wenn du was zum Umziehen willst. Hör zu, hab keine Angst, neue Dinge auszuprobieren. Man weiß nie, was einem steht, wenn man es nicht anhatte. Mit diesem tiefgeistigen Beitrag, bam! Weg bin ich! Hier drüben, sieh in deine Zukunft!